You are now about to witness the strength of street knowledge. Weil auch einfach viel mehr Polizeipräsenz da ist, um diese Stadt sauber zu zeigen. Auch wenn ich nicht mehr hier auf diesen Treppen sitze, erinnere ich mich halt an voll viel, wenn ich da rüber gucke und ganze Video drehe. Straight Outta Karlsruhe. Was geht ab? Wir sind heute in Karlsruhe. Ich weiß, dass das Bundesverfassungsgericht hier ist. Vielmehr weiß ich eigentlich nicht von der Stadt, aber darum habe ich ja heute einen City Guide, der mich hier ein bisschen durchführt. Nämlich Hayes, Alter. Das ist die Hut, wo man gucken kann sein. Cousin weiß, weiß, Cousin, Cousin weiß, weiß. Das ist einer meiner Lieblingsrapper. Er kommt von hier. Und Digga, er hält einfach die Fahne für so Boom-Bap-Sound auch in 2020 hoch. Dieses Jahr sein Album Brot und Spiele gedroppt, auf Platz 2 gechartet, aber auch schon lange mit dabei. Und da ist er schon, Alter. Schon, hey, was geht? Alles fit. Alles fit. Wie geht's? Alles klar. Willkommen in Karlsruhe, Bruder. Dankeschön, danke. Willkommen in Karlsruhe, alle miteinander. Ja, wir machen hier kleine City-Tour heute, wa? Ja, auf jeden Fall, Bruder. Du hast ein paar Orte vorbereitet. Die schaltet die Fahne für die City hoch. 7-6er Hip-Hop-Thron. Mach es für die Straße, für das Viertel, für den Hinterhof. Wofür steht Karlsruhe, würdest du sagen? Karlsruhe. Wollen wir in drei Worten machen? Mach mal. Die Gerichte. Ja. Viele Bullen. Ja. Und eine üble Untergrundszene. Gibt's hier so krasse Untergrundszene? Auf jeden Fall, Bruder. Ja, Mann, bin ich gespannt. Ja, dann lass uns mal anfangen, Bruder. Was soll ich dir sagen? Guck mal hier, dieses Hochhaus, dieser Parkplatz, Hier wurde damals Unterschied gedreht. Willkommen hier im schönen KA, wo die Sirene dröhnt jeden Tag. Hey, ich bin im Viertel ein Star. Völlig egal, wenn sie stören, aber klar ist, wir haben nichts gesehen, nichts gehört, nichts gesagt. Das war das erste Video von mir, das allererste Video auf dem Beat von Cypress Hill. Mhm. Mit dem quasi alles so ein bisschen ins Rollen kam. Ich habe davor schon ein paar Tracks recorded gehabt, aber das war so das erste Video, wo dann alle gewusst haben, hey, in Karlsruhe, da geht was. Da geht jetzt der Haze. Das Ghetto liegt im Rückspiegel, Tempo 150. Ich höre nicht, wenn sie bellen, denn sie kennen mich nur flüchtig. Ich finde es auch voll wichtig für so Deutschrap allgemein, dass es auch jemanden gibt wie dich. Es gibt natürlich auch noch ein paar andere Rapper, die so diesen alten Sound hochhalten. So. Aber du bist so der Erste, der mir einfällt eigentlich deutschlandweit. Ja, ja, es kommt auch immer ein bisschen, also jetzt wieder zurück, merkt man. Der Sound kommt trotzdem in eine Art Entwicklung, aber behält halt den Kern, behält das Simple. Es ist sehr minimalistisch und auf den Inhalt und die Texte ausgelegt. Will nicht unbedingt im Club landen und im Radio landen, aber es ist schön zu hören, dass es halt auch im Radio spielt natürlich, ohne dass man irgendwelche Kompromisse eingehen musste, musikalisch. Ich brauch keinen Bock, seine Schelle schickt dich Knockout. Ich mach Ghetto-Rap für echte Männer und kein Popsound. Da hab ich Bock drauf, kenn mich im Gesocks aus. Denn hast du Knete, hab ich immer jemand, der einen Job braucht. Ja, Mann. Ja, gut, dann gehen wir ein bisschen durch den Block, oder was? Auf geht's. Ich sag zu meinem Hund, es geht los und sieht nur, es geht los, sagt dem Jungen, es geht los, sagt der Hund, es geht los, sagt jeder Scheiß mal, jedem Puff, es geht los, sagt dem Bull, es geht los, so Schmanu, es geht los. Bist du hier aufgewachsen eigentlich? Ja, Mann. Ja, also nicht genau hier, sondern ein paar Straßen weiter vorne, Richtung Welfenstraße. Und hier zum Beispiel auch unterschiedlicher Videodreh. Hier haben wir Tage und Nächte verbracht. Viele Texte hier geschrieben, weil ich halt auch seit jeher in ein Heft schreibe und hab das dabei und kritzel da ein bisschen mit. Echt, ja? Bist du so, passt ja auch eigentlich voll zu diesem Oldschool-Sound, dass du dann nicht ins Handy tippst. Vertraue keinem und gebe auf keinsten meinen Rezeptpreis. Ich schreib die Regeln einfach in mein Heft rein. Eckstein, Crackstein, Flechstein, alles muss versteckt sein. Aber was war das Erste, was du so gehört hast, wo du dachtest, das will ich auch machen? Ich muss dir ehrlich sagen, Eminem. Mhm. Eminem, ja, Mann. Und von Eminem dann zurückgehört, Dr. Dre, Snoop und so, N.W.A., also die Rap-Geschichte rückwärts einmal. Ja. Ich habe, glaube ich, einfach die richtigen Sachen zur richtigen Zeit gehört, um so ein Gefühl für Hip-Hop zu entwickeln und habe sehr schnell halt auch rausgefunden, mit welcher Art von Hip-Hop ich mich beschäftigen will. Und deswegen auch umso geiler, dass wir auch hier sind und hier quatschen, wo alles angefangen hat, weil auch wenn ich nicht mehr hier auf diesen Treppen sitze, erinnere ich mich halt an voll viel, wenn ich da rüber gucke und das ganze Video drehe und lauf mal weiter. Hier steht immer noch die Telefonzelle, verstehst du, ich meine, gibt's noch welche in Deutschland überhaupt, Mann? Ich habe lustigerweise mit Chill und Abdi hatten wir auch eine Telefonzelle gesehen. Wirklich? Ja, ja. Aber das war früher wirklich unsere Telefonzelle, Bruder, weißt du? Lass mal gucken, ob die noch intakt ist oder was Ekliges, Mann. Ich will aber nicht rein unbedingt, weißt du? Ich glaube, ich war noch so die letzte Generation, die noch so, keine Ahnung, 2-3 Jahre Telefonzelle mitgemacht hat.
Und dann auf einmal hatte sie dein Handy. Rausgeflogen aus der Uni, meine Mutter fickt meinen Kopf, denn die Bildungskreditinstitute ficken Kopf. Krankheiten ficken Kopf, der Unfall fickt meinen Kopf, denn ich glaub an keinen Zufall, nur an Gott. Hat es dir das hier erschwert, dass so Bundesgerichtshof hier ist und viel Polizei auf der Straße? Ja, viel Polizei präsent. Viel unnötige Polizeipräsenz halt, die dann sehen, da sind ein paar Jugendliche und auch wenn die nicht sehen, dass da irgendeiner einen dreht zum Beispiel oder so, dann kommen die und stressen und suchen und wer, ich meine, wer sucht, der findet auch. Ich cruise mit meinem Cousin in einem Cadillac umher, Bullen checken ist nur schwer, wir verstecken es zu sehr. Was wäre dein Plan B gewesen, wenn Mucke nicht funktioniert hätte? Mein Vater hat ein Stellenangebot in Stuttgart bekommen. Wir als Familie haben damals darin eine Chance gesehen, einen Neustart zu machen. Ich habe damals dann gedacht, ich höre auf mit dieser Musik und versuche das Ganze zu studieren. Musikmanagement und Musikproduktion. Ich wurde auch angenommen, war eine private Uni in Stuttgart. Und ich habe damals dann schnell realisiert, dass diese Studiumgeschichte nichts wird, weil das einfach zu teuer war und ich das nicht finanzieren konnte. Und ich habe damals alles auf eine Karte gesetzt und bin nach Karlsruhe zurückgekehrt. Und hab dann das alleine oder was? Ja, Mann. Dann hat das alles auch erst angefangen zu funktionieren. Danach kamen die ersten Verträge, danach bin ich zu Chapter One gekommen und dann wurde es alles professioneller. Was sucht denn der Jäger im Viertel nach mir? Wegen bissele Weed, wenn die Lichter rotieren. Was sucht denn der Jäger im Viertel nach mir? Während irgendwo hier jemand Stiche kassiert. Wer waren die Ersten, die dich so unterstützt haben? Bruder, ich sag dir ehrlich, Bones hat mir viel geholfen. Übertrieben viel. Der hat mich eingeladen zu Heil und Hungrig damals, als Frankfurt und Stuttgart die Konzerte anstanden, wo noch nicht so viele Leute die Mucke kannten. Mit Haze in der Luft damals und so. Und das waren so die ersten Reichweiten quasi über Karlsruhe hinaus. Dieser seltsame Duft wegen Jays in der Hut. Endlich liegt wieder das Haze in der Luft. Von Südwest bis zum Puff. Endlich liegt wieder das Haze in der Luft. Gut, Alter, dann gehen wir jetzt wohin? Wir laufen jetzt weiter Richtung Mattistraße. Ein bisschen die Innenstadt mitnehmen. Okay, alles klar. Dann los geht's, ha? Auf geht's. Hier sind wir wo? Der Bundesgerichtshof ist vor uns. Wir laufen jetzt quasi in die Innenstadt rein, kommen aus der Südweststadt. Karlsruhe nennt man auch die Stadt des Rechts. Ja. Ja, Mann. Steht man hier mehr so unter Beobachtung allgemein in Karlsruhe? Hey, ja, würde ich schon sagen. So, das ist mein Gefühl auf jeden Fall so ein bisschen. Und Paranoia, die sich durchzieht. Und ja, guck mal, aber wenn ich so überlege, so in Berlin ist zum Beispiel kein Problem, wenn da jemand auf der Straße bufft oder so. Ja. Und hier ist dann hier ist schon direkt Einsatz, wa? Hier ist schon schlimmer, auf jeden Fall. Weil auch einfach viel mehr Polizeipräsenz da ist, um diese Stadt sauber zu zeigen. Nicht unbedingt, um sie sauber zu halten, sondern dass so ein gewisses Image gepflegt wird halt hier. Und die bringen die Stadt auch voll auf Vordermann. Ihr hört überall Baustellen von allen Seiten, weil die wird schon viel investiert und gemacht. Aber hat halt Schattenseiten, Digga, wie jede Stadt. Und nur, dass es halt hier hinter so einer Fassade passiert, mehr oder weniger, weißt du, aber. Das ist die Hut, Bullen gucken kann sein. Cousin weiß, weiß, Cousin, Cousin weiß, weiß. Doch nicht nur Bullen haben Wummen dabei. Cousin weiß, weiß, Cousin, Cousin weiß, weiß. Erzähl mal. Wir laufen gerade auf das Karlsruher Schloss zu, Wahrzeichen dieser Stadt. Links von uns das Bundesverfassungsgericht. Wie kommt es denn, dass du dich nach dieser Sorte Haze benannt hast? Boah, das war nicht wegen der Sorte Haze, es war wegen Jimi Hendrix, um ehrlich zu sein. Ja? Ja. Ich höre viel Rapmusik, ich höre aber auch alles mögliche andere. Findest du allgemein, in Deutschrap ist es so drogenverherrlichend? Jein, ja. Kann also ich meine, heute gibt es ja auch noch so voll die Schiene, die auch so Chemos sehr in den Vordergrund stellen oder Opiate, so dass schon lange nicht mehr Ort so. Das ist einfach die Spiegelung der Gesellschaft. Und deswegen denke ich, dass es ein allgegenwärtiges Thema in Hip-Hop ist und sein wird halt. Ich glaube, das wird sich nicht ändern, bis sich die Probleme auf der Straße nicht ändern. Aus der Armut und Geld verdienen mit Drugs zu Geld und Party machen auf Drugs ist halt auch kein großer Unterschied, wenn es um die Verherrlichung geht, weißt? Deswegen war bei mir seit jeher auch der Anspruch in der Musik, dass ich das nicht ignoriere, das Thema. Aber die Kiddies sollen auf jeden Fall wissen, dass es Probleme bringt, dass es Depressionen bringt, dass es Knast bringt, dass es keinen Sinn macht, wenn man damit egal was macht. Das war mir sehr wichtig, Bruder, weil die Hörerschaft auch immer jünger wird. Mach mal low, oh, fuck mich nicht ab. Ich bin doof, ich hab ein, zwei genasst, also low, low. Das ganze eins Blatt, pust den Rauch in den Nacht, Körper taub, Augen wach auf slow. Wie sie tanzt auf dem Tag, mach mich wach auf und ab, aber
das lenkt mich ab vom Homegrown. Alles klar, Alter. Dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Spot, wa? Gehen wir zum nächsten Spot. Ihr kommt mit. Wo sind wir? Wir sind in der Nordstadt jetzt. Hier gibt es gleich zwei Orte, die ich dir zeigen wollte, die mir wichtig sind. Und zwar einmal hier rechts von uns. Das ist mittlerweile jetzt eine freie Schule. Aber früher war das, gab es hier so einen Kulturverein, einen kroatischen Kulturverein. Und wir sind als Kinder mit unseren Eltern halt hierher gekommen. Also so ein Stück Heimat. Ganz genau. Kroatische Musik, ja. Kroatisches Essen. Ich bin in Deutschland zwar geboren, aber seit jeher haben unsere Eltern versucht, dass wir so oft nach Kroatien gehen wie möglich. Und als Kinder sind wir immer. Und auch so Zugang zu der Kultur finden. Ganz und so, genau. Ne? Also dass wir die Sprache beherrschen. Und krećemo se mrakom, zeko zemo zakon, natrkani glava puca ručak jeden s narkomanom, zato bacimo po starom, briškule ko Siciliano, dok ti zeko dere ritam koji trese cilin gradom. Dieses so Fernweh nach Kroatien und so spielt ja bei dir sowieso immer mal wieder eine Rolle und so. Ja. Du sagst auf dem Outro von Brot und Spiele sagst du auch so zu deinen Kindern quasi, ich bringe euch zurück in das Land eurer Väter und sowas, ne? Ja. Hast du so die Idee mal irgendwann nach Kroatien zurückzugehen, ist ja falsch, aber nach Kroatien zu gehen? Also ich werde niemals komplett nach Kroatien verschwinden. Ich kann mir aber verdammt gut vorstellen, dass ich einfach zwei Heimaten habe, wo ich je nach Arbeitslage entscheide, wo ich meine Zeit verbringe. Aber es wird auf jeden Fall mich viel öfter in die Heimat ziehen wieder. Was aber hier viel wichtiger für mich ist, ist, dass einer meiner allerersten Auftritte hier stattgefunden hat. Das heißt, wie viele Leute? Ich glaube 30. Ja. Ich habe mir anfangs sehr schwer getan, live zu spielen, muss ich auch ehrlich sagen. Mittlerweile ist es mit Abstand der liebste Teil meines Jobs. Guck mal, wir haben hier in diesem Format eine Rubrik, die heißt Ehrenbürger. Ja? Ja. Es geht darum, wen gibt es aus Karlsruhe, der so viel für die Hip-Hop-Kultur gemacht hat? Mighty Marv auf jeden Fall. Ja. Liebe Grüße, Bratte. Und Ibo Fett. Ja, Mann. Das sind die beiden so Urgesteine, oder was? Würde ich schon sagen, Bro. Ja, Juti, wollen wir ein bisschen weiterlaufen, ein bisschen über alte Schule quatschen? Können wir gerne machen, Bro. Wann hast du das denn gegründet, das Label? Das Label habe ich gegründet 2015, als ich mein Debütalbum auf den Markt bringen sollte. Ja. Und habe mich halt auch immer ein bisschen ermutigt dazu gefühlt, ein eigenes Label zu machen, um zum einen den Künstlern, die ich unter Vertrag nehme, komplette Freiheit zu lassen, künstlerisch. Weil ich finde, dass es leider sehr selten geworden ist. Es passiert oft, dass die den Drift abkriegen der Produzenten, die auf dem Label vorher gesigned sind, dass die von Managern, von A&Rs geraten bekommen, in welche Richtung sich die Musik zu entwickeln hat. Wie ist Alte Schule gerade aufgestellt? Alte Schule, falls du den Kanal verfolgt hast, Bro, hast du ein Video von Kiko76 gesehen, an der Ecke, was wir in Split gedreht haben, jetzt während wir im Sommer dort waren. Da steht der gute Mann, er ist das neue Signing bei Alte Schule. Und da werdet ihr auf jeden Fall in der nächsten Zeit ein bisschen was zu hören bekommen. Schau mal, Bratte. Schau mal. So, was geht, Leute? Ich bin Kiko76. Ich komme auch aus der Nähe von Karlsruhe und ich bin 21 Jahre alt. Wie habt ihr euch kennengelernt? Wir hatten auf jeden Fall zusammen einen Auftritt in Kirlach. Und danach... Wo du Vorgruppe gemacht hast, oder? Genau, ich war da die Vorgruppe, sozusagen. Du bist ja ein paar Jährchen jünger, wa? Ja, Mann. Wie kommt es, dass du auch auf diesem Oldschool-Film bist? Ey, ich sag dir, wir sind mit der Musik sozusagen aufgewachsen. Und ja, man hört die Musik halt so und man fühlt die. Und irgendwann kommt man halt dazu, auch selber Mucke zu machen. Und dann willst du das genauso machen wie die Leute, die du feierst einfach, weißt? Hier steckt mein Party in die Wellenstein. Mach besser keine Wille, nein, so ein Schipper gleich die Stelle rein. Brat, sitzen ab, machen Ace in Zelle klein. 2020, wirklich Mutter, jeder Schwanz will Rapper sein. Alles klar, Alter. Dann so viel zur alten Schule. Ja. Dann gehen wir jetzt zum nächsten Spot, ja? Auf geht's. Wichtige Partner von Haze, die man immer wieder in Musikvideos sieht, die in Songs thematisiert werden, sind die beiden Pits, Mala und Kuba. Und die lernen wir jetzt nochmal kennen. Auf geht's. Ich finde das. Stopp, Mala, du gehst. Hey, Mala. Ohne. Ja, was geht? Was geht? Aber kletter nicht durchs Fenster rein, sonst lebt überall Blut an der Wand. Wo weg sind wir? Was ich dir sagen, Bruder? Sie macht es von allein, ich hab sie nicht auf dich gehetzt. Selbstschutz, sie sieht unsere Familie als ihr Rudel. Du triffst sie nicht mit Kugeln, das sind Pics und keine Pudel. Ich genieße die Zeit mit denen im Freien, übertrieben. Das ist auch die Zeit, wo ich mit Abstand am meisten über Texte nachdenke, Texte schreibe auch. Ja, ich finde, kletter nicht durchs Fenster rein so. Ja. Der geht ja auch
fast komplett über Maler, der das Song. Ist Maler. Ja, das war aber noch bevor Kuba auf die Welt kam. Ja. Maler war bei mir, wir haben damals in Freiburg gewohnt und dann ist so eine Einbruchgeschichte passiert bei mir, weißt du? Und ich habe schon halber geschlafen und dann hat Maler sich um den Rest gekümmert, weißt du? Ja. Ja. Erdgeschosswohnung, Bruder, das mach ich nie wieder in meinem Leben. Ja, ja, Erdgeschoss, da wird gerne mal eingestiegen, ja. Kein Bock auf sowas. Ja. Ich wache auf, Kopf gefickt, lauf raus, rauch nen Spliff in der Hut auf ner Bank. Mit nem Pitbull ohne Leine, die Nachbarn sie wissen, mein Hund ist entspannt. Aber kletter nicht durchs Fenster rein, sonst klebt überall Blut an der Wand. Also kletter besser nicht durchs Fenster rein, glaub mir, mein Hund wird langsam. Könntest du dir vorstellen, auch Karlsruhe immer komplett zu verlassen? Niemals. Also, mir ist es wichtig, dass der Sitz meiner Musik, so meines künstlerischen Schaffens auf jeden Fall hier liegt. Ich weiß schon, was ich an Deutschland habe, auch wenn es in den Text manchmal anders rüberkommt. Alles klar, Dicker. Ich danke dir für diesen Tag, Alter. Ich danke dir, Homs. Pass auf, schau. Eine gute Rückreise. Genieß die Zeit in Karlsruhe. Ljudi moje pozdrav und bis bald. Das war also Karlsruhe. Wir haben da angefangen, wo auch Hayes angefangen hat, noch zu Blues aus den Blockzeiten. Dann sind wir durch die Südweststadt, vorbei am Bundesverfassungsgericht, zum kroatischen Kulturzentrum und dann noch eine Runde mit den Hunden gedreht. Was will man mehr, Alter? Ihr kennt das Spiel. Schreibt in die Kommentare, welchen Rapper ich wo besuchen soll. Egal ob Kleinstadt, Großstadt, Dorf, alles egal. Fühlt euch frei. Und ansonsten, ihr wisst, wie es ist. Kanal abonnieren. Hier geht's zum nächsten Video und wir sehen uns wieder. Ciao.